Gerhard Blaboll begrüßt Sie zu einer neuen Ausgabe der Sendung mit Künstlern auf Du und Du. Gespräche unter Künstlerkollegen mit Schriftstellern, Regisseuren, Musikern, Bildhauern, Kabarettisten, Komponisten, Dirigenten, Schauspielern, Malern und Karikaturisten. Ich begrüße Sie, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir haben heute einen Gast aus dem Regiefach bei uns. Es ist ein schwedischer Regisseur. Und wenn Sie jetzt glauben, wir haben den Ingmar Bergman ausgenommen oder den Lasse Hallström, dann irren Sie sich. Es ist jemand, den Sie alle sehr, sehr gut kennen. Und wenn Ihnen der Name nicht sagt, also Sie zu diesen 5% der Österreicher gehören, die Harald Sicheritz noch nie gehört haben, dann sagen Ihnen seine Filme was. Servus Harald, grüß dich Gott. Hallo, freue mich hier zu sein. Harald, ich habe dich als schwedischen Regisseur vorgestellt, obwohl du in Favoriten aufgewachsen bist, aber du bist in Stockholm geboren. Ich bin in Stockholm geboren, aber mein Vater befand sich zur Ausbildung 1956 bis 1958 in Stockholm, weil er Pilot der Austrian Airlines werden sollte. Er hatte schon zwei Kinder und dann entstand ich dort als Wirtschaftswunderkind, weil es war im Schweden der späten 50er Jahre deutlich anders als im Österreich der späten 50er Jahre. Aber ich bin ein waschechter Wiener. Wie lange hast du denn in Schweden gelebt? Da hatte ich 6 Monate. Also, das heißt, ich habe keinerlei Erinnerung. Meine Geschwister kennen Schwedisch heute noch, weil die dort zur Schule gingen. Aber ich habe in den ersten 6 Monaten mich auf andere Dinge konzentrieren müssen, als Schwedisch zu lernen. Du hast aber dann später ziemlich gut Favoritenrisch gelernt. Das habe ich, das musste ich auch, weil ich wuchs am Rande des Sonnenwendviertels auf. Das ist dort, wo heute der Hauptbahnhof ist? Genau, das ist dort, wo heute der Hauptbahnhof ist. Das war damals eine abenteuerliche, raue Gegend für damalige Verhältnisse, muss man sagen. Und man kriegt ein bisschen sowas mit wie Straßenweisheit. Man wird ein bisschen streetwise, schon ganz früh. Ist dort dann nicht auch die Kreta in der Nähe? Die Kreta ist weiter oben, meines Wissens. Die Kreta muss bei der Absberggasse gewesen sein, dort wo die Angebotfabrik ist. Das sind dann schon noch ein paar Kilometer in der drittgrößten Stadt Österreichs Favoriten. Ja, die Kreta, da hat ja der Gerhard Bronner immer drüber erzählt, weil der dort aufgewachsen ist. Ja, also ich kenne ein paar Menschen, die im 10. Bezirk aufgewachsen sind. Mit Gerhard Bronner habe ich nie darüber gesprochen, jedoch sehr wohl mit Roland Thüringer, Alfred Dorfer, den Resetaritz-Brüdern. Wir sind alle Favoriten. Was hat dich denn zum Regiefach gebracht? Also das ist ja eigentlich eine relativ ausgefranste Geschichte. Die meisten sagen, sie wollen Schauspieler werden oder Sänger oder sich jedenfalls vor der Kamera präsentieren. Du hast den Weg hinter die Kamera gefunden. Das ist richtig. Ich habe den Weg hinter die Kamera gefunden. Je älter man wird, und jetzt bin ich doch schon seit 63, desto klarer werden die Erklärungen. Meine wäre, dass ich eigentlich Musikant war, Rockmusikant, das habe ich am meisten geliebt in meiner Jugend. Und ich habe dort die Rolle des Bassisten inne gehabt. Es gibt da einen hohen Zusammenhang zwischen Rockbassisten und Fußballtormännern, weil die sind ähnlich in der Position, sind die eher für Systemverwaltung zuständig sind als irgendwelche Solisten. Und so war es eigentlich sinnfällig, dass wenn man sich so sehr für Filme interessiert, wie ich mich, dass man dann am ersten im Regiefach endet, wenn man es schafft. Und dazu gehört natürlich auch die berühmte Portion Glück. Ja, aber studiert hast ja du nicht Regie. Das habe ich nicht. Nein, ich hatte es zwar vor, und ich ging dann ins damalige Büro der Österreichischen Filmakademie und dort war schon die Dame, die dort am Schreibtisch saß, derartig unfreundlich, dass ich mir gedacht habe, nein, das gefällt mir jetzt eigentlich gar nicht und da möchte ich nicht Zeit verbringen. Bin dann auf die Universität Wien gegangen und habe dort Politik und Kommunikation studiert. Ist eigentlich eine ziemlich andere Geschichte, weil deine Filme, wenn man es anschaut, sind sehr politische Filme, hintergründig natürlich politische Filme und du transportierst deine Botschaften sehr subtil, aber sehr nachhaltig. Aber wenn man jetzt aus der Politikwissenschaft kommt, dass man auf einmal sagt, jetzt ich möchte einen Filmregie machen, das ist ja was ganz anderes. Das ist schon richtig, wiewohl sie über die Dauer meines Lebens herausgestellt hat, dass es nicht schadet, wenn man irgendwas Grund- und Integrativwissenschaftliches, weil so hieß das damals, studiert, weil man halt ein
bisschen mehr Ahnung hat von dem, wie die Welt in der Ideengeschichte aufgebaut ist. Und es schadet nicht, weil man kann Dinge leichter zuordnen. Man hat ein bisschen Ahnung von Geschichte, man weiß ungefähr, in welches Jahrhundert gehört irgendwas. Und das ist schon viel, würde ich sagen. Und ich habe sowieso immer eine hohe zeitgeschichtliche Schlagseite gehabt, warum auch immer. Und dann arbeitet es zueinander, weil ein politisch interessierter Mensch ist ja idealerweise nicht fernzuhalten von einem Regiesessel. Ich habe jetzt gerade eine kleine Retrospektive abgehalten mit meiner wunderbaren Frau. Die Prošad Madani. Prošad Madani, jawohl. Und wir haben die Filme aus den 70er Jahren angesehen, und zwar von der Lina Wertmüller, die ja eine wunderbare Regisseurin war. Sie lebt zwar noch, aber sie arbeitet nicht mehr. Und diese Filme waren hochpolitisch, zugleich vergnüglich und in dieser Form zeitlos. Und wenn man das fertig bringt, dann hat man schon ziemlich viel geschafft. Ja, das kann ich verstehen. Einer deiner ersten Filme, wo du dich beteiligt hast, war Müllers Büro, und da hast du auch Musik dazu geschrieben. Ja, das ist richtig. Das deutet auf umfassende Hintergrundrecherche hin. Ja, also der damalige Sänger meiner Band Wiener Wunder war der Christian Schmidt, der in Müllers Büro die Hauptrolle gespielt hat. Daher war es sinnfällig, dass unsere Band auch Musik beigetragen hat zum Film. Und von dem, was dann tatsächlich im fertigen Produkt vorkommt, gibt es eine Nummer, die heißt Männer, Frauen. Die hat einen Text von mir, so wie viele andere Nummern, die wir in unserem Schaffensbereich verbrochen haben, auch ich betextet habe. Na, würde ich sagen, hören wir uns die gleich mal an. Gerne. Männer, Frauen, niemand sollst du trauen. Männer, Frauen, niemand sollst du trauen. Ja, Müllers Büro, da werden Erinnerungen wach. Du hast ja mit einem ziemlichen, naja, sag einmal, Paukenschlag die Regiebühne betreten. Ja, mein allererster Spielfilm war Muttertag, und den kennt man ja heute noch, was mich sehr freut. Ja, bringt heute noch schön Tantiemen, oder? Das soll man nicht überschätzen. Das ist jetzt kein Vorbeireden, aber das wird gerne überschätzt, was man dabei an Tantiemen gekriegt hat. Man gibt ja die Verwertungsrechte her, und man kriegt dann halt so einen kleinen Urheberrechtsanteil. Mit all den Dingen, die ich gemacht habe bislang, geht sie eine Woche Thermenurlaub aus. Das ist keine Unter- und keine Übertreibung. Also das liegt ungefähr so in der Dimension. Also ausgedehnte Geldbäder kann man nicht nehmen. Aber deswegen macht man sie auch. Naja, jedenfalls Muttertag war mein erster Film. Und das ist ein schönes Gefühl, das denke ich mal jedes Jahr rund um den Muttertag, dass das, was man mit anderen wunderbaren Leuten gemacht hat, aus der Kulturkritik heraus ist und ein Teil von Zeitgeschichte geworden ist. Und das ist sehr angenehm, weil man würde heute wahrscheinlich kaum jemanden finden, der sich wo hinsetzt und schreibt, das ist ein ganz schlechter Film, das braucht man sich nicht anschauen, weil das ist von der Geschichte überholt worden. Das mag man. Also ich mag es. Ja, wir mögen ja eine ganze Menge andere Filme von dir. Also ich denke an den Popitz zum Beispiel. Ja, der wurde heute im Frühsommer ja auch einmal wiederholt. Das sind so Sachen, wir haben damals ja nicht bewusst nachgedacht. Und niemand von den führend Beteiligten wie dem Roland Thüringer oder dem Fred Dorfer oder mir hat jemals einen Gedanken daran verschwendet, wie man das denn macht, dass ganz viele Leute ins Kino gehen, weil das ist heute für eine fatale Sackgasse, da kommt man nämlich nirgends hin. Wir haben einfach versucht, die Geschichten, die wir erzählen wollten und konnten, so zu erzählen, dass es nachvollziehbar ist oder dass man dem Ganzen folgen kann. Das ist, glaube ich, auch das einzige gern zu verratende Erfolgsgeheimnis beim Geschichten erzählen oder beim Filmen machen. Naja, über den Leopardentanga vom Reinhard Novak lache ich mit ihm heute noch herzlich. Ja, also man macht dann natürlich Dinge, die möglicherweise der Jugend geschuldet sind, aber auch das ist in Ordnung. Hm? Außerdem hat Reinhard Novak damals sicher nicht darüber nachgedacht, wie er im Leopardentanga ausschaut. Heute würde er das vielleicht, tun. Das gehört dann halt zur bittersüßen Schwere des Älterwerdens, dass man halt manche Dinge nicht mehr tut. Man sagt dann im Nachhinein, damals brauchte ich das Geld. Ne? Du, Hinterholz 8 ist ja ein anderer Film, der amerikanisches Vorbild hatte, glaube ich. Ne?
Naja, da hatte eigentlich kein amerikanisches Vorbild, sondern der Roland und ich sind dann erst mit großer Verspätung darauf gekommen, dass es einen Film gibt. Ich glaube, der heißt Geschenkt ist noch zu teuer oder so ähnlich. Aber den kannten wir gar nicht, sondern Roland hatte ein vorübergehendes Domizil im westlichen Speckgürtel von Wien mit der Adresse Hinterholz 8 und hat dort ähnliche Dinge erlebt. Und im Film sind die verarbeitet, plus natürlich ganz viele Erlebnisse seiner Nachbarn und Freunde von dort. Wie man das halt tut, wenn man Geschichten erzählt aus einem Biotop, das man kennt. Du hast aber ganz andere Filme auch. Also ich meine, das sind natürlich jetzt die Komödien und was ich, Vier Frauen und ein Todesfall oder so, oder bei Kaisermühlenblues, was jetzt kabarettistischere Dinge sind. Aber du hast da Tatort oder Landkrimi oder so, was jetzt durchaus ganz andere Genres sind. Geht man da als Regisseur genau gleich an die Geschichte heran oder bereitet man sich da anders vor? Ich kann das für meine Kolleginnen und Kollegen nicht verallgemeinern. Bei mir ist es so, dass es natürlich einen Unterschied macht, was der Inhalt ist. Aber die Form so zu erzählen, dass es nachvollziehbar und man geht spannend ist, die ändert sich nicht, egal welches Genre unter Anführungszeichen man behandelt. Ich mag vor allem sehr gern meine historischen Filme, wie zum Beispiel das Porträt von der Clara Immerwahr, einer Chemikerin aus der Zeit rund um den Ersten Weltkrieg. Das lag mir am Herzen, sowas zu machen. Dann durfte ich auch zu Beginn der 2000er Jahre die Zeitgeschichte Österreichs aufarbeiten in einem Dreiteiler 50er, 60er, 70er Jahre. Da habe ich das Buch dazu geschrieben. Und das sind so Dinge, die machen einem schon Freude. Und wie wir zuerst schon geredet haben, wenn man ein stark ausgeprägtes zeitgeschichtliches Interesse hat, ist es natürlich dann wunderbar, wenn man das dann in Bilder malen kann. Mal mal wieder was in Töne. Was würdest du als nächstes spielen wollen? Wow. Was nicht von mir ist. Also, wo ich nicht den Text geschrieben habe. Zum Beispiel die Cesaria Evora, das ist eine Sängerin von den Kapverdischen Inseln. Ich kann den Titel noch immer nicht aussprechen, weil mein Portugiesisch schwach ist, aber das kann ich empfehlen. Dieses hier. Okay, da tue ich mir auch ein bisschen schwer dabei. Achso, Crepuscula Solidao. So, Harald, jetzt wollen wir aber wissen, wie ist denn das als Regisseur, wie ist eigentlich die Arbeit? Man kann sich als Laie ziemlich wenig unter der Arbeit eines Regisseurs vorstellen. Man sieht immer nur den Regisseur in einem Sessel sitzen, mit den Leuten umeinander schreien, die Leute umeinander dirigieren und fünf Assistentinnen mit einem Maximalalter von 25, aber mit Maßen von 90, 60, 90 um sich herumrennen. Wie ist das bei dir? Bei mir ist es so, wie es in Wirklichkeit ist. Was du hier beschrieben hast, ist eine schöne Zusammenfassung aller möglichen Klischees, die es gibt zu dem Thema. In Wahrheit ist es, das hat Versatzstücke, die vielleicht ganz früh, und jetzt reden wir von der Stummfilmzeit und der ersten Tonfilmzeit, wo Regisseure möglicherweise so agiert haben. Als ich begonnen habe, und jetzt reden wir von den frühen 90er Jahren, hat sich schon langsam durchgesetzt, dass nur die Dummheit Lärm braucht und dass man deswegen eigentlich nicht rumschreien muss und hier nicht irgendjemanden beweisen möchte, dass das, was meine Funktion auf dem Set ist. Weil dann hat man eh schon viel verloren, wenn man das jemandem erzählen muss und sagt, bitte, ja, das ist mein Film und bitte, ich werde der Regisseur, dann ist eh schon ganz was anderes falsch. Das heißt, ich bin ein generell sehr leiser Mensch, aber auch konzentrierter, und ich habe auch das Zuhören gelernt. Das heißt, das ist generell eine Tugend, die allen Menschen ans Herz legen kann, sie zu trainieren, weil das hilft im Umgang mit anderen Menschen sehr viel. Also so ungefähr führe ich Regie, dass ich dort zwar sitze, der Sessel ist das einzig Richtige an dem. Ich sitze auf diesem Sessel, warum? Weil ich ja sehr viel warten muss, ne? Bis die einzelnen Abteilungen ihre Arbeit geleistet haben, bis es dann losgeht und bis gedreht wird, verbringe ich viel Wartezeit. Und die verbringe ich A mit Nachdenken, zweitens mit Diskussionen mit meinen Kameramenschen, um herauszufinden, was wir denn alles gerne an Bildern sehen würden.
Mit meinen Filmarchitektinnen und Architekten und den Kostümbildnerinnen und Kostümbildnern. Das heißt, es wird einem nicht langweilig. Und natürlich rede ich auch mit meinen Schauspielerinnen und Schauspielern über das, was wir gerade zu tun gedenken im nächsten Viertel, halben Stunde. Ansonsten gibt es nichts Bemerkenswertes an dieser Arbeit, außer dass man wahrscheinlich besser dran ist, wenn man leichter ein Gefühl fürs Ganze entwickeln kann. Es gibt Menschen, die sind besonders stark, wenn sie sich auf ein Glas Wasser konzentrieren. Ich schaue mal lieber den ganzen Tisch an. Also das verstehe ich dann besser. Und insofern ist das vielleicht eine Disposition, die einem beim Regieführen hilft. Wie oft passiert es da, dass du dann Take 10 oder 15 Mal machen musst? Kaum. Nach meiner Erfahrung ist es so, dass, und es liegt ja nicht nur an Schauspielern, wenn eine Take nicht funktioniert, sondern es liegt auch daran, wenn es eine komplizierte technische Bewegung gibt, dass da was nicht gleich hinhaut. Das würde ich mal wegrechnen. Aber ansonsten sollte die Szene, nachdem man sie probiert hat, so klar sein, dass man das in 1 bis 3 Mal hinkriegt, sodass es zumindest gut ist. Und dann kann man mit den Darstellerinnen und Darstellern sprechen und da gibt es dann manchmal den Fall, wo die sagen, ja, na, probieren wir vielleicht nochmal so, oder ich sage das. Aber meine Erfahrung ist, was beim fünften Fall nicht gelungen ist, da hat es was, da stimmt irgendwas anderes nicht. Und da ich nicht zu den Menschen gehöre, die glauben, dass es was bringt, Künstlerinnen und Künstler zuerst zu zerlegen, um sie dann wieder zusammenzubauen, stimmt das wahrscheinlich. Das, wenn man es verstanden hat und wenn man es kann, was eine Grundvoraussetzung ist, denke ich, dann muss es bald mal im Kasten sein. Du hast ja aktuell gerade einen Film abgeschlossen, der demnächst erscheinen wird. Dürfen wir schon was darüber wissen? Naja, ich kann erzählen, was dieser Film ist. Dieser Film ist ein Fernsehfilm, ist eine Koproduktion von ORF und ZDF. Und im Moment gerade ist es wieder so, dass das Sendedatum auf beiden Sendern nicht mehr so eindeutig klar ist wie noch im Frühjahr. Aber worum geht's? Es ist so, dass ich irgendwann einmal das Glück hatte, einen Tiroler Krimi-Autor kennenzulernen, nämlich den Bernhard Eichner, der mir auf Anhieb sympathisch war, der so ist, wie ich mir einen künstlerischen Menschen vorstelle. Wie stelle ich mir einen künstlerischen Menschen vor? Primär mal uneitel. Also das, und der hat sehr, sehr großen Erfolg. Das ist einer der meistverkauften österreichischen Autoren. Und dann habe ich Bücher von ihm gelesen und mir fiel auf, dass seine Dialoge sehr filmisch sind und vor allem sehr viel erzählt er mit Dialog. Und da gab es dann eine Reihe, die er hatte, die Max-Broll-Krimis. Und der Max-Broll ist ein Totengräber in einem Dorf und der hat einen Freund, das ist ein pensionierter ex-internationaler Fußballer. Und die gehen ja nicht auf Räuber- und Mörderinnenjagd, sondern denen passieren Dinge. Denen stoßen Dinge zu. Und ich habe mir dann mit Zustimmung der beiden Fernsehsender einen dieser Romane vorgenommen, habe ein Drehbuch daraus geschrieben. Das heißt genauso wie der Roman Für immer tot und ist eben aus der besagten Max-Paul-Reihe. Und das liegt mir besonders am Herzen, ich hatte das Glück, also wunderbare Darstellerinnen und Darsteller zu kriegen. Also zum Beispiel das erwähnte Paar aus Totengräber und Fußballer wird gegeben vom wunderbaren österreichischen Nachwuchsstar Lorenz Rupp. Und den pensionierten Fußballer gibt der Jürgen Vogel, den man auch hierzulande sehr gut kennt, vor allem wenn man sich seine lückrige Zahnreihe vergegenwärtigt. Und die Arbeit war großartig mit denen. Und ich gehe davon aus, dass wenn dieser Film dann doch mal auf den Sendeplänen landet, dass es eine Reihe wird, genauso wie die Romane eine Reihe waren. Ja, das wäre eine tolle Geschichte. Wann wird der Film ungefähr erscheinen? Weiß man das schon? Spätestens im Frühjahr. Wird's dann für immer tot. Also Frühjahr 22 dann? Frühjahr 22, ja. Es war geplant Herbst 21, das hat aus vielen Gründen nicht hin. Man muss sich auch vergegenwärtigen, dass die Pandemie ja vor Fernsehprogrammen nicht Halt gemacht hat. Ja, die hat eine Menge durcheinander gewürfelt. Bei dir, bei den Dreharbeiten vermutlich auch, ne? Ja, auch. Erstens einmal, aber daran gewöhnt man sich, dass das jeden Morgen getestet wird. Selbst wenn man geimpft ist, so wie ich, wird man dann auch noch jeden Morgen getestet. Aber das schafft dann so ein quasi normales Klima.
Und das macht schon Freude. Und ich glaube, dass die Filmemacherinnen und Macher in unserem Land schon demütig sind, deswegen, dass wir ja die kürzeste Unterbrechung hatten von allen Kunstsparten und dass es uns nicht so, so grausam erging wie allen denen, die mit Publikum auftreten. Das ist hart. Und das wurde auch, finde ich, in einer Art und Weise abgehandelt und betreut, die einer Nation, die sich Kulturnation nennt, nicht wirklich würdig und entsprechend ist. Aber es wird, wie so vieles, denke ich, gut ausgehen. Und die berechtigte Wut und die geballte Schaffenskraft wird uns nicht erspart bleiben. Ja, das glaube ich auch. Was hören wir denn als nächstes für Musik? Was hast denn du für deinen Lieblingstitel noch? Oder bring mal eigene Musik wieder, oder? Naja, fast eigene. Mein langjähriger Bandkollege war der Gunkel Pahl, der bei uns Saxophon... Spezialist für fast alles. Genau, Experte und Spezialist für fast alles. Und der Gunkel Pahl hat in den 90er Jahren eine Nummer getextet und mit unseren Musikern komponiert, die heißt Samba am Sand und ist so eine schöne Zusammenfassung des grundwienerischen möglichen Lebensgefühls. Kommen wir zum letzten Gesprächsblock, wo ich dich üblicherweise frage, ob du nur irgendein Thema hast, über das du gerne reden willst. Und du hast gesagt, ja, irgendwer schon, aber spuck's aus. Das ist eine schöne Aufforderung, ich bin in Interviews noch selten genossen. Was mir schon am Herzen liegt in Zeiten und Monaten wie diesen, und jetzt haben wir August 21 und die Welt erscheint uns, die alltägliche Welt, besser als in den diversen Lockdowns, verständlicher und logischerweise. Aber was mir bewusst wird in diesen Monaten und Tagen, ist, dass die größte Zivilisationsleistung, die ich kenne, das, was wir Menschen fertig gebracht haben, ist Wissenschaft. Und das ist eine sehr schützenswerte Spezies, weil ich erlebe gerade, dass sie das so einmengt in alle möglichen belletristischen, unterhaltsamen, boulevardesken Informationen. Das wird dann von den Menschen so wahrgenommen, als wäre das am selben Level oder würde das alles zusammengehören und das Neues aus der Wissenschaft nichts anderes ist als ein Seitenblickebericht. Wobei ich gegen gar nichts davon was habe, man muss es nur auseinanderhalten. Und das liegt mir eigentlich am Herzen. Und das ist ja das, was ich in Gesprächen versuche, dann immer wieder den Menschen zu pflanzen, ganz zart, dass man nicht vergessen darf, was für eine unglaubliche Leistung Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vollbringen, nicht zuletzt anlässlich der Pandemie. Und was die da weiterbringen, wie schnell sie lernen, was wir im Kollektiv nicht so gut können, schnell lernen, die kennen das und dann geht ganz, ganz schnell was weiter. Und dass das was ist, was man hochhalten muss, dass es wahrscheinlich das höchste Gut ist, das mir einfiele, das man haben kann, abgesehen von Wahrung, von Menschenwürde. Das ist vielleicht das allerhöchste Gut. Aber ansonsten kommt schon an dem, was wir alle gemeinsam besitzen, was uns allen gehört, ist das, was die Wissenschaft hervorbringt. Da kann ich dir nur recht geben und mir kommt manchmal die Verzweiflung hoch, wenn ich dann Leute höre, die irgendwelche Verschwörungstheorien nacherzählen, oder sagen, naja, also impfen lasse ich mich erst dann wieder im Herbst, wenn die nächste Welle auf uns zukommt, dann lasse ich mich impfen, bis dahin möchte ich mich nicht impfen lassen. Wir leben in einer Gesellschaft, die uns viel persönlichen Spielraum, ich vermeide absichtlich das Wort Freiheit, die uns relativ viel Spielraum gegeben hat. Das war ja in meiner Kindheit und Jugend in den 60er Jahren nicht ganz so. Da waren zum Beispiel Impfungen wie Pockenimpfungen waren Pflicht. Da wurde man nicht gefragt. Was war die Folge? Die Pocken sind dann ausgestorben in unseren Breiten und auch in den meisten anderen. Das heißt nicht, dass man jetzt auf irgendwelche erworbenen, obwohl oder nicht wohl erworbenen Rechte verzichten soll. Überhaupt nicht. Ich bin ja ein glühender Demokrat. Nur das Bewusstsein ist was, woran man arbeiten müsste, dass man das einem schon bewusst ist, zum Beispiel, dass wenn man sich nicht impfen lässt, was einem ja frei steht zu tun oder nicht zu tun, das gehört zu dem Spielraum, den ich jetzt erwähnt habe,
dass man ja dann trotzdem das Kollektiv ein bisschen belastet, weil es wird einem ja nur dann besser gehen, wenn möglichst für andere geimpft sind. Das heißt, man ruht sich irgendwie auf dem Rücken der Leute aus, die eine bessere soziale Wahrnehmung haben. Das glaube ich schon sagen zu können aus der Beobachtung. Hast du eine Interpretation, warum die Verschwörungstheorien momentan so überhand nehmen? Ja, erstens einmal, und das meine ich ernst, auch wenn es ironisch klingt, Menschen lieben Geschichten, Punkt. Und was immer eine Geschichte ist, ist mindestens so wertvoll wie ein Fakt. Da will ich mich gar nicht ausnehmen. Wenn mir jemand eine gute Geschichte erzählt, höre ich gerne zu. Und je besser sie mir erzählt wird, desto lieber höre ich zu. Was aber nicht erklärt, warum Verschwörungstheorien überhand nehmen, das ist nur so eine Grundstimmung, die es gibt. Warum? Das ist der fruchtbare Boden, auf den Verschwörungstheorien fallen können. Was schon passiert ist, und jetzt komme ich ein bisschen in das, was ich mal studiert habe, bis vor relativ kurzer Zeit, ich würde sagen, so bis Ende der 90er Jahre, waren wir eine Informationsgesellschaft. Das heißt, wir haben Informationen unter uns ausgetauscht, sie wurden uns vermittelt. Und es gab die ganz logische Grundfrage, woher weißt du das? Wer sagt es? Wenn man jetzt kurz innehält und nachdenkt, diese Fragen hört man nicht mehr. Weil mit dem Auftauchen der sozialen Medien, mit all dem Wunderbaren, das sie können, ist die Quelle quasi abgeschafft worden. Es ist, wir sind in keiner Informationsgesellschaft mehr, sondern wir sind in einer Kommunikationsgesellschaft. Und es ist absolut sekundär geworden, woher das kommt, was man gerade sieht vor allem oder hört. Und man kann eigentlich immer nur wieder darauf hinweisen. Ich bin nicht ein Mensch, der gern wertet, weil für so wichtig halte ich mich nicht. Und das würde man auch gar nicht auflassen wollen, dass ich beurteilen kann, was prinzipiell immer richtig und falsch ist. Aber dass man schon versucht, klar herauszufinden, woher weiß ich das? Wer sagt es? Wer ist die oder der? Das ist schon so eine Grundtugend, die man sich leisten kann, bevor man Geschichten einfach nur so erzählt oder nacherzählt. Ja, da ist was dran. Eine Quelle, die auf jeden Fall verlässlich und glaubwürdig ist, ist deine Homepage. Ja, also sicherheit.com ist ein Ding, das ich sehr lieb habe und das ich auch versuche zu pflegen. Das ist so. Machst du selber? Naja, entworfen habe ich es nicht. Das hat eine wunderbare Grafikerin gemacht mit ihren Mitarbeiterinnen. Aber es ist zumindest im Handling so einfach, dass jemand, der digital nicht ganz unerfahren ist, das selber am Laufenden halten kann. Das kann ich schon. Und das tue ich auch gerne. Und es macht, glaube ich, schon Sinn, wenn man sich für österreichischen Film interessiert und unter Umständen auch für mich, dass man da reinschaut, weil da gibt es eine Menge Fotos und es gibt eine Menge Texte von mir, über mich und dergleichen mehr. Kann Ihnen empfehlen, sicherheits.com. Meine Damen und Herren, dann sage ich Ihnen danke, dass Sie wieder mit dabei waren. Wünsche noch gute Unterhaltung mit der Lieblingsmusik von Harald Sicheritz und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Und dir, lieber Harald, sage ich toi, 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 danke fürs Kommen und halte die Daumen. Danke für die Einladung. Wunderbar. Das war eine weitere Ausgabe der Sendung mit Künstlern auf Du und Du. Wir freuen uns, wenn sie Ihnen gefallen hat und Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Oder wenn Sie auf YouTube einzelne Sendungen nachhören wollen. Das Angebot ist reichlich. Einfach YouTube mit Künstlern auf Du und Du, Gerhard Blabol, eingeben. Schon sind Sie da. Dankeschön, auf Wiederhören.